Coburg. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz und dem Trainertalk nach einem fulminanten Handballspiel, das zur Halbzeit 10:10 stand, vor 1142 Zuschauern an einem Montagabend. Dankeschön dafür. Und am Ende. Und am Ende besiegte der VfL Eintracht die Gäste aus Coburg mit 26:24. Ich darf ganz herzlich willkommen heißen zu meiner Rechten den Trainer und Geschäftsführer. Herzlich willkommen nochmal, Jan Borg. Und jetzt sind Sie dran. Wie heißt nochmal der Ja, guten Abend und guten Appetit von hier vorne. Wir waren Partygäste, hatten eine nette Einladung, haben, denke ich, auch dementsprechend mitgespielt. Nein, Spaß beiseite. Es war aus meiner Sicht ein sehr, sehr intensives Spiel, was sich beide Teams hier geliefert haben. Beide Mannschaften hatten enorme Personalprobleme. Ich denke, das hat man vor allem in der ersten Hälfte gesehen. Es war jetzt nicht unbedingt was für Handball-Ästheten, dieses Spiel heute, aber was beide Mannschaften gemacht haben, sie haben unglaublich viel investiert und haben sehr, sehr viel gewollt. Wir im Angriff, über 60 Minuten gesehen, haben eigentlich nie so wirklich Durchschlagskraft gefunden. Wir haben nie so richtig das Mittel gefunden, um die gute Deckung von Hagen dann auszuhebeln und haben im Laufe der zweiten Halbzeit in unserem eigenen Abwehrverbund einfach den Zusammenhalt, also die Konsistenz vermissen lassen und sehr oft Hagen in den ersten ein, zwei Zweikampfsituationen schon den entscheidenden Vorteil machen lassen. Und das war aus meiner Sicht etwas, was beide Mannschaften heute unterschieden hat. Wir haben sehr lange gebraucht, um in Abschlusssituationen zu kommen und das finde ich, das hat Hagen einfach sehr gut gemacht und von daher zu Recht gewonnen. Und wenn man so sieht, was manchmal aus Notsituationen heraus entsteht, wenn ich Jan Gauberzeug zum Beispiel sehe, was er an Spiel geführt hat, was er aber auch an Abschlusssituationen gemacht hat, zu dem er ja normal nicht kommt, dann ist das was ein Trainer natürlich freut oder eine Mannschaft dann auch freut. Und da haben wir auch so ein bisschen drauf gesetzt, aber wir haben das in dieser Form heute nicht geschafft. Vielen Dank, Jan Borg. Stefan, wir sehen dich mit einem deutlich fröhlicheren Gesicht als noch vergangene Woche oder vergangenes Heimspiel. Alchemisten nennt man Menschen, die aus Erde Gold machen. So ähnlich fühlt sich das für mich heute an. Wenn es auch ein bisschen übertrieben klingt, hätte doch kaum jemand damit gerechnet, dass diese neu zusammengestellte Mannschaft so performt. Du schon? Schönen guten Abend erstmal. Ich bin froh, dass ich ein bisschen fröhlich aussehe. Ich war da vorher, wie gesagt, auch 10 Tage depressiv, weil einfach jeden Tag wieder eine Negativmeldung kam, wieder eine Negativmeldung war. Wir waren schon an dem Punkt, wo wir gesagt haben, was haben wir eigentlich verbrochen, dass uns jetzt wirklich zwei komplette Positionen auch wegfahren von dem Spiel. Zum Glück hatten wir aber 10 Tage, so hatten wir auch die Zeit, aus der Notwege eine Tugend zu machen, diesen jetzt erst recht Effekt für uns zu gewinnen. Was die Saison wirklich gut ist, dass man sieht, dass wir in der Vorbereitung viel in die Abwehr investiert haben. Das war zum Beispiel auch in Dessau gar nicht verkehrt, da haben wir auch nur 26 Tore kassiert. Das ist natürlich jetzt im Angriff ein bisschen hakt in der Konstellation, das versteht sich, glaube ich, von selbst. Was mich so stolz macht, ist einfach die Mentalität der Mannschaft. Wir haben vorhin gesagt, Mentalität bringt dann auch die Qualität, die es benötigt, um so ein Spiel zu gewinnen. Und da hat sich jeder heute voll eingereiht. Natürlich sticht jetzt Jan Lasgau mit seinen 10 Toren hervor, was auch überragend ist. So einen Spieler brauchen wir natürlich dann auch in der Offensive. Aber was in der Abwehr weggearbeitet wurde, was Maurice Paas den Tor gehalten hat. Und dann kommt ein Abwehrmuster aus der zweiten Mannschaft, macht 2 wichtige Tore, um uns irgendwie immer so im Spiel zu halten, um dann einfach auch mal Jan Lasgau eine kurze Pause zu geben. Das war eine echte Teamleistung, das macht mich unfassbar stolz. Und es war wichtig, dass wir diese Punkte einfach auch hier behalten.
sonst hätten wir wieder wie letzte Saison da gestanden, wo wir erst am 8. Spieltag gewonnen haben, das wollten wir unbedingt umgehen und das ist uns heute gelungen. Ich denke zum Spiel selber, erst hat er schnell erzählt, zwei gute Abwehrreihen, sehr zerfahren auch, muss man sagen, natürlich trotzdem schon intensiv und für uns ist der Turnaround natürlich von 16-19 zum 22-19, wo auch zum Beispiel Theo Eugen sofort nach seiner Einwechslung 2-1-0 gegen Stöße läuft, das tat uns natürlich extrem gut, so einfache Tore dann auch mal zu erzählen. Das hat Schwung in die Halle gebracht, die Atmosphäre war dann super und heute hatten wir dann vielleicht auch einmal den Vorteil, ein Heimspiel zu haben, um am Ende auch ein bisschen mehr Substanz zu liefern zu können, auch wenn der Tank irgendwie schon leer war. Von daher nochmal, ich bin unfassbar stolz auf die Mannschaft heute, dass sie trotz dieser ganzen Ausfälle so funktioniert hat und wir diese beiden Punkte gewonnen haben. Vielen Dank auch an die Zuschauer. Dankeschön, Stefan. Ja. Noch eine Frage an Jan. Jan Gohr, Jan, du bist in Doppelfunktion Geschäftsführer und Trainer. Ich stelle mir beides schon sehr anstrengend vor, wenn man das als eine Person macht. Muss das schon sehr, sehr aufwendig sein. Du bist als Trainer schon sehr lange erfolgreich, du bist sogar schon zweimal in die erste Liga aufgestiegen, einmal mit dem TV Hüttenberg und einmal mit dem HSC Coburg. Und wenn es so um die Aufstiegsplätze geht, dann werden immer so 4, 5 Vereine genannt, die man da so mitzählt. Ich höre immer wieder auch mal, na, Coburg könnte auch mal wieder erste Liga anklopfen. Zählt das mit zu euren Zielen in dieser Saison? Ja, das ist für jeden Sportler natürlich ein Traum, in der ersten Liga zu spielen. Wir haben es zu der Saison das allererste Mal geschafft, unser Team seit einigen Jahren wieder mal eine Saison zusammenzuhalten. Wir haben viel Fluktuation auch gehabt, wo Spieler weitergegangen sind, vielleicht eine Etage höher auch. Wir haben dieses Jahr das erste Mal 4 Spieler in unserem Kader aus den eigenen Reihen, also aus dem eigenen Nachwuchs, die wir ausgebildet haben. Und mittelfristig ist das in der Tat unser Ziel. Aber in der Saison, glaube ich, gibt es ganz andere Mannschaften, die auch über eine viel größere Breite noch im Kader verfügen. Und was aber Fakt ist, wir wollen lernen in jedem Spiel und wir wollen uns im vorderen Drittel in der Tabelle positionieren. Und dafür wären diese zwei Punkte heute sehr wichtig gewesen. Aber wir haben gesehen, dass wir gerade in der Crunch-Time, wie man so schön sagt, eben weit weg waren von dem, was uns eigentlich auszeichnet. Und das sind genau die Dinge, die wir in den nächsten Wochen und Monaten einfach besser machen müssen. Vielen Dank, Jan Gohr. Richtig viel vor der Brust. Heute das Spiel gegen Coburg. Übermorgen geht es schon weiter im Pokal gegen die Eule Ludwigshafen und am Sonntag das Auswärtsspiel beim TV Plus Waldstadt. Stefan, nimm uns mal kurz mit in diese Woche. Viel trainieren kann man jetzt, glaube ich, nicht. Ist mehr Rekonvaleszenz angesagt oder wie geht's weiter? Ja, morgen müssen wir so eine kleine Mischung finden. Irgendwie müssen wir uns ja auch ein Stück weit trotzdem aufs Spiel am Mittwoch vorbereiten. Aber natürlich wird da regenerativ gearbeitet. Da wird wahrscheinlich mehr an der Psyche nochmal gearbeitet, an 2, 3 taktischen Dingen, die uns erwarten werden am Mittwoch. Ansonsten gilt es jetzt wieder zu Kräften zu kommen. Wir würden unheimlich gerne mal wieder in Pokalrunde weiterkommen, was bedeuten würde, dass wir den HSC Coburg hier wieder begrüßen dürften, weil danach hätten wir ein Heimspiel gegen Coburg im Pokal. Allerdings müssen wir das natürlich jetzt alles ein bisschen einordnen, mit welchem Kader wir auch dahin fahren. Ich meine, die Spieler aus der zweiten Mannschaft sind berufstätig, die können nicht einfach mal mittwochs morgens mit uns nach Ludwigshafen fahren. Da müssen wir jetzt gucken, welche Strukturen wir uns da aufbauen, aber wir werden genauso angreifen, wir haben da Bock drauf und der Sieg heute hat uns jetzt auch Rückenwind gegeben. Wir würden gerne eine Runde weiterkommen und dann geht es auch mal nach Groß-Waldstadt und die nächsten Punkte. Und da habe ich dann auch tatsächlich Hoffnung, dass vielleicht 1, 2 Spieler wenigstens wieder dabei wären, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen. Das wäre natürlich mein Wunsch zumindest, aber selbst wenn es nicht so wäre, sieht man, was möglich ist, wenn man zusammenhält, wenn es in der Mannschaft stimmt, wenn die Emotionen da sind in unserem Sport, da kann man einfach als Team unheimlich viel erreichen. Und wir gehen die Woche weiter an. Wir wollen immer das Bestmögliche rausholen. 2 Auswärtssiege wären natürlich nett. Aber ansonsten geht es natürlich auch darum, immer wieder zu Kräften zu kommen und die bestmögliche Leistung auch einfach abzurufen. Dankeschön. Dankeschön, Stefan. Lieber Jan, ja, einfach nur noch eine Abschlussbemerkung, wenn ihr mir das gestattet, ja, euer Pokalziel schon erreicht, zumindest das kurzfristige. Ihr habt am vergangenen Mittwoch in München gewonnen und oder in Fürstenfeldbruck, um das genauer zu nennen. Und seid schon in der nächsten Pokalrunde. Wir würden uns total freuen, wenn wir uns im Oktober wiedersehen. Das würde nämlich bedeuten, dass wir am Mittwoch bei den Eulen in Ludwigshafen gewinnen. Wir wünschen euch jetzt erstmal eine Heimfahrt, die nicht allzu traurig ist und die vor allem gut abläuft, dass ihr gut nach Hause kommt und gesund und munter vielleicht in ein paar Wochen
Wochen wieder hier in Hagen seid. Und den Jungs von Stefan Neff wünschen wir am Mittwoch maximalen Erfolg und am Sonntag erst recht. Und wir danken Ihnen fürs Hiersein, fürs Mitmachen. Dankeschön, Jan Gord, Dankeschön, Stefan Neff. Dankeschön an Sie. Schönen Abend noch, schöne Woche. Thank you.